Ich habe mit Subaru einen 24-Stunden-Einsatz gemacht und habe im Zuge dessen einen Subaru BRZ für die Straße bekommen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das Auto unheimlich intelligent gebaut ist, also in Sachen Leichtbau und auch in Sachen Fahrwerksgeometrie. Und irgendwie habe ich dann angefangen, laut darüber nachzudenken und habe mit Onkel Fannys Sohn, mit dem Holger Spelzberg, mal darüber diskutiert und gesagt, hier, schau mal, eigentlich müsste man daraus ein SP3-Auto bauen, also einen 2-Liter-Sauger. Es basiert darauf, dass wir sagen, Motorsport ist heute so kompliziert, so reglementiert und wir würden es uns eigentlich ganz anders vorstellen, nämlich ein wenig back to the roots. Ja, zu meiner großen Überraschung hat der Holger, den ich nicht kenne, als risikofreudigen Hau drauf, sondern eher als den nüchternen Zahlentypen, der Excel-Tabellen beackert und so weiter als Geschäftsführer, war ich überrascht, dass er gesagt hat, sehr gute Idee, wir machen das. Mein Vater und der Onkel Fanny, also der Eckhard Spelzberg, die wollten in den 60ern eine Firma gründen im Bereich Motorsport. Und das ist vereitelt worden, einfach weil der Eckhard in den elterlichen Betrieb einbezogen wurde. Und ja, der Holger und ich holen das jetzt einfach nach. Das Gegenteil von mir. Tim sprudelt vor Ideen. Tim hat richtig gute Ideen. Tim hat ein unheimlich geiles technisches Verständnis für alles um das Fahrzeug herum. Und wenn man das ein bisschen sortiert mit Umsetzungskraft für die Ideen, dann kriegt man ziemlich viel hin. Wir haben das Auto im Januar vom Käfigbauer bekommen und haben dann im April sind wir zum ersten Rennen gestartet. Das heißt, wir haben in ein paar Wochen ein komplettes Rennauto hingestellt, haben dann aber extrem Probleme bekommen. Also wir haben im Detail Probleme bekommen im Bereich des Motors und auch einfach im Bereich Schmierung und auch im Bereich Elektrik, im Bereich Zündspulen. Und so, das war so ein kleiner Spießrutenlauf, die ersten 4 Rennen, wo wir einfach immer wieder mit Anlauf aufs Maul geflogen sind. Das war natürlich eine große Kontroverse. Also viele haben auch gesagt, das Wetter ist viel zu schlecht und da ist viel zu viel Regen und viel zu viel Wasser. Unter so Umständen sollte man kein Rennen fahren. Also es haben auch ein paar Leute vom Start abgesehen, die gesagt haben, ich will hier mein Auto nicht kaputt machen. Dieses komplett Nasse, finde ich, ist relativ gut beherrschbar, aber ich habe auch am Ende von meinem Stint, wo die Reifen ein kleines bisschen mehr verschlissen waren, dann auch hier und da mal Stellen gehabt, wo das Auto aufgeschwommen ist. Und auf der Nordschleife hast du nicht viel Platz. So Fuchsröhre auch einmal so ein kleines Aufschwung gehabt und auch in der Dreifach links. Das ist alles relativ, da denkst du in dem Moment auch so, oh, nö, also, oh, weil du hast ja auch nicht 20 Autos in Reserve hinten in der Box stehen. Ich fand das aber interessant und ja, ich bin froh, dass wir da Zweiter werden konnten. Jetzt sind wir natürlich saufroh, dass wir endlich mal angekommen sind. Und ja, jetzt können wir halt peu à peu weitermachen und die Vorbereitungen laufen schon für VLN5. Es war also ein dramatisches Wochenende. Samstag früh steige ich ins Auto ein, also fahre ich halt raus, Grand Prix-Kurs und roll quasi oben durch die Schikane und will quasi gerade links abbiegen in die, auf die Nordschleife, bremse also und nehme dann plötzlich wahr, dass hinter mir alles weiß ist. So richtig viel Qualm. Oh, fahr rechts ran, sehe dann schon, wie ein Streckenposten auf mich zuläuft im Feuerlöscher. Da denke mir, ach du Scheiße, das Auto brennt. Bleib stehen, der Motor läuft noch, mach den Motor aus, Funk an die Box. Ich glaube, ich werde gerade gelöscht. Ich glaube, ich habe Ölaustritt. Ich steige mal aus, ich komme gleich nochmal an Funk. So. Und dann bin ich halt am Haken der Schande durch das Fahrerlager, also durch die Boxengasse gezogen worden. So, weil wir ganz hinten stehen, also fahre ich an allen vorbei. Alle sehen mich, ach guck mal, Schrick ist wieder am Abschlepphaken und so. Oh.
dann durchsetzen und das Rennen gewinnen. Und das war natürlich ein mega Ergebnis. Das hat uns allen ziemlich gut getan. Und ich merke halt, ich werde echt langsam alt, wenn das immer so, was muss denn das Auto brennen? Und nachher gewinnt es noch das Rennen. Also das war schon ein großes Kino. Wir haben irgendwie da sterbende Öldrucksensoren gerade, aber aus der Vergangenheit wussten wir, okay, mit Öldruck passt das jetzt eigentlich, deswegen haben wir das einfach ignoriert und sind jetzt einfach zu Ende gefahren und ja, wir sind Zweiter geworden, ich bin mega happy, aber irgendwie ist immer irgendwas, was das Auto braucht, aber im Rennen läuft immer alles, deswegen bin ich sehr, sehr dankbar und wollte mich an dieser Stelle nochmal beim Nordschleifengott bedanken, dass er mittlerweile ein bisschen Gnade bei mir walten lässt, also Dankeschön. Holger fährt seine erste Runde und bei der zweiten Runde fällt er vorm Flugplatz. Gibt es ein schönes, hässliches Geräusch. Und einer der vier Nockenwellen, die wir aus England bezogen haben, ist vorne am Nockenwellenrad abgeschert. Somit konnten wir nicht starten und mussten das Auto einpacken und wieder nach Hause fahren. Wir haben dann den Tag dann noch genutzt, um beim Walli Motorsport in der Halle den Motor gleich rauszunehmen und genau zu gucken, was passiert ist. Und da sieht man halt, die Nockenwelle hat es nicht überlebt. Jetzt müssen wir uns was überlegen, dass wir einen Stand erzeugen, der uns durch den Rest der Saison trägt. Wir sind mit Slicks gestartet und dann war es halt nach dem Karussell noch nass. Und der Holger hatte bei der Besichtigungsrunde das ja auch gesehen. Und kommt die hohe 8 hochgesegelt, dann in der Startrunde. Naja, und da war es dann wohl doch nasser, als er dachte. Auf jeden Fall hatte er dann ein bisschen was zu tun mit dem Lenkrad, weil das Auto dann doch mal hinten ausgebrochen ist, in der links zur hohen 8 rauf. Das konnte er zum Glück ohne Gegenpedaler das Ganze einfangen, aber danach war er ein bisschen nervlich, ein kleines bisschen angezählt. So, dass ich das Auto dann ab der 6. Runde habe ich dann übernommen. Und dann war die Ideallinie auch quasi trocken und wir sind das Rennen auf einem Satz Slicks von vorne bis hinten durchgefahren. Ich musste dann halt kurz vor Schluss noch mal kurz ein paar Liter Sprit holen. Und wir konnten halt relativ cool den zweiten Platz einfahren, weil die anderen hatten wir alle locker im Griff. Nur halt den schnellen Clio leider nicht. Aber es war trotzdem ein sehr geiles Rennen und hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben natürlich mal wieder sehr viel Glück gehabt. Das war ganz lustig in dem Rennen, weil Holger sich gedacht hat, noch vor der Startlinie, ach, irgendwie drehe ich mich mal mitten im Verkehr. Also hat er eine 360-Grad-Drehung gemacht, was natürlich im Startgetümmel kann auch total ins Auge gehen. Aber da ist auch die Coolness vom Holger ziemlich gut, weil der fährt auch schon ein bisschen länger Autorennen, sodass der da ganz entspannt das Ding umgedreht hat und dann ein bisschen die Gänge sortiert und ordentlich Hitze in die Kupplung gegeben und dann hinterher und hat dann ich weiß nicht, wie viele Autos, aber er hat bis Kallenhardt, also noch vor Hälfte der ersten Runde, hat er alle anderen Konkurrenten unserer Klasse, bis auf den Clio, überholt. Und da stand ich sehr beeindruckt in der Box und dachte mir, scheint ja jetzt zu laufen beim Holger. Und ja, das war gigantisch. Ja, und dann konnte er den Stint so lang fahren, bis die Ideallinie fast, also da waren noch 2, 3 nasse Stellen, so dass ich dann bei knapp vor der Rennhälfte vollgetankt mit Slicks dann das Auto übernehmen konnte. Und dann konnten wir hinten den Sieg einfahren. In diesem Jahr wurden wir auch so ein bisschen gepeinigt mit so ein paar Schwierigkeiten einfach, weil das Auto quasi in seinem ersten Jahr
durch einen Geburtskanal gehen musste. Und da brauchst du auch Leute, die nicht aufgeben und die auch den Bock behalten. Und das war einfach großartig. Das ist ein ganz tolles Team und wir sind echt dankbar, dass wir mit denen das zusammen einsetzen können, das Auto.